Konnichiwa, meine Anime-Manga-Chan-Freunde. Ich habe gehört, ihr habt Lust auf Anime und Manga. Das bedeutet, wir haben ein Anime- und Manga-MMO. Und ich bin ein großer Fan. Man nennt mich Mogi-Chan. Deswegen fangen wir an. Okay, jetzt stellen wir uns unsere legendären Krieger. Es könnte ein Krieger sein. Oder wer will bitte den Priester spielen? Geh mir aus den Augen, Jäger. Yeah, nein. Magier! Nein, vergiss deine Tampons nicht einzupacken, mein guter Magier. Sieht sehr männlich aus. Der Joker! Der Joker ist doch was für mich. Und der Kreuzritter. Um einen Kreuzritter zu erstellen, brauchst du einen Charakter ab Level 60. Ich will aber den Kreuzritter. Okay, Mutter, wenn ich den Kreuzritter nicht haben kann, dann... Ein weiblicher Joker? Mach dich nicht lächerlich. Okay, Gesicht. Welches Gesicht schreit denn Mogi-Chan? Das hier. Yeah. Frisur, ja, jetzt wird's ernst. Kann ich den Dragon Ball Look haben? Naja, nah genug ran. Hellblaue Haare, nein, ich bin doch kein Super Saiyan. Gott, ich bin mehr ein... Ja, das wird's wohl sein. Okay! Name eingeben. Ich will... Kann ich den Namen eingeben? Ich will aber den... Nein! Ich wollte mich... Ich will aber den Kreuzritter nennen. Nennen wir uns, Oh, Mogi-Chan, Doppelpunkt 3. Was für ein Name? Bitte einen korrekten Namen eingeben. Der Name ist korrekt, Bro. Okay. Dann nenne ich mich One Punch Boy. Ich habe gehört, das ist voll beliebt bei den Kids. Hallo, One Punch Boy. Du siehst aus, als ob du jemanden One Punchen möchtest. Oh, fuck, ein Tutorial. Ich bin One Punch Boy. Ich bin auf meiner Mission. Ich bin auf meiner Mission. Wo ist mein Sidekick? Ich möchte einen ruhigen, mysteriösen, den die Mädchen gut finden. Aber der im Endeffekt doch immer schwächer sein wird als ich, denn ich bin ein gutherziger, starker Typ, der zwar nicht der hellste ist, aber er hat das Herz am rechten Fleck und deswegen ist er bereit, sich der Aufgabe zu stellen. Bewege dich mit WASD oder per linken Mausklick. Du hast mir gar nichts zu sagen, Tina. Aber danke. Danke, dass du mir geholfen hast, mein Name ist Tina. Gern geschehen. Kann ich jetzt weitergehen? Ich bin auf meiner Mission, Missionen zu erledigen. Um die Kamera zu drehen, bewege die Maus nach links, nach rechts. Wow! Ich bin froh, dass du mir gezeigt hast, wie das geht. Das hätte ich sonst nicht herausgefunden. Okay, spielen wir mit der Bootycam. Finde ich gut. Gott! Da wollte ich nicht hin, kleiner One-Punch-Boy. Es tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Was muss ich eigentlich machen? Was ist das Tutorial? Das war anspruchsvoll. Komm schnell zu mir. Halt dich zurück, Tina. Ich wundere mich, ob diese mysteriösen leuchtenden Muster am Boot mir irgendwas sagen wollen. Ihr Muster am Boden? Was wollt ihr mir sagen? Beweg deinen Arsch nach rüber, du dummer Vollidiot, ich bring dich um. Sprecht lauter! Beweg deinen Arsch nach rüber, du dummer Vollidiot, ich bring dich um. Lauter! Beweg den verdammten Arsch darüber! Wisst ihr was, ihr Pfeile? Es gibt keinen Grund, so einen Ton an den Tag zu legen. Aber gut. Gehen wir zu Tina. Tina, mein Schatz. Tina, mein Schatz, wo treibst du dich schon wieder herum? Ich bin der One Punch Boy. Und ich bin bereit, die Welt zu retten! Level up! Das habe ich mir verdient. Bist du stärker geworden? Ja, auf jeden Fall. Ich habe die Fähigkeit des Pfeileverfolgens gelernt. Das macht er ziemlich stark. Zum Charakterfenster zu öffnen. Das sind auf jeden Fall Statistiken. Und da kann ich... Alter, Stärke! Ich bin der One-Punch-Boy und der One-Punch-Boy, der One-Punch-Boy-Boys. Boy. Keine Waffe und Rüstung bei Swanson. Swanson! Sprich mit dem Schmied und kaufe Waffen und Rüstungen. Swanson! Ich mag den Namen Swanson, das hat was. Das ist so ein Name, den man so brüllen kann. Das ist der verrückte, nervige Nachbar aus meiner Anime-Manga-Chan-Sitcom. Swanson!
Die Abelklaue. Okay, cool. Ach du Scheiße. Und das. Und das. Und das. Danke, Swanson. Wie rüste ich das aus? Mit E kannst du dein Inventar öffnen. Rechtsklick auf einen Gegenstand. Okay. Bam. 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 Okay, Tina. Alter! Ich bin Wolverine! Woo! Verdammte Scheiße, One Punch Boy! Du kannst nicht solche mächtigen Klauen haben und dann wie ein kleines Mädchen zum Abschlussball laufen. Oder zum Schulbus. Hör auf, über die Blumenwiese zu tollen, du bist ein Krieger. Oh mein Gott, ich habe eine heiße Spur gefunden. Glaubt ihr, diese Pfeile zeigen mir den Weg? Das tun sie. Hi, Tina, mit der Pfeilaura. Kaufe einen Lebensstein für Sera. Bei Sera. Hallo, Sera. Hi. Mir fällt nichts zu dir ein. Deswegen sage ich einfach gar nichts. Wenn du in Gefahr bist, zögere nicht einen Stein. Level 3! Woo! Das Tutorial lohnt sich richtig. Oh, Sera, die Tränkhändler möchte ich offenbar um Hilfe bitten. Sprich mit ihr. Was willst du denn, Sera? Kannst du nicht weiter Swans nerven? Quest beginnen. Hallo, ich bin ein Abenteurer. Ich bin hergekommen, um das seltsame Tor im Dorf zu untersuchen. Hast du es also gesehen? Ja, ich habe gesehen, wie etwas aus dem Tor kam. Es ist regelrecht herausgesprungen. Was es war, weiß ich nicht, aber ich habe definitiv etwas gesehen. Vielleicht ein Monster? Mach ich. Oh nein! Jemand hat das Oblivion geöffnet! Nein! Das Tor zum... Der Tartaros wurde geöffnet! Nicht der Tartaros! Nein! Schleim! Großer Gott, es ist Schleim! Wie gefällt euch der One Punch Boy? Leg dich nicht mit dem One Punch Boy an, Boy! Und jetzt du Schleim! Wie gefällt dir das? Und grinst mich nicht so scheiße an! Machst mich aggressiv mit deinem Gesichtsausdruck! Nimm dies! Denk dran, ich bin Wolverine! Arr! Ich bin der X-Men-Man! Und One Punch Boy, ich bin alles in einem! Und das hat das Tor wohl vertrieben. Der Frieden in der Welt wurde einmal wieder hergestellt. Wenn du Pose 1, kannst du ebenfalls im... Wo ist die Taste? Ach, da ist die Taste. Wow! Habe ich beschissenes Pilzhaus, dass ich... per Tastendruck... Was? Oh Gott. Es wirft so viele Fragen auf. So viele Fragen. Ich glaube, ich finde keine Antwort darauf. Komm da wieder raus, One Punch Boy. Oh, okay. Folgen wir den Pfeilen. Wir folgen den Pfeilen. Wir gehen zu Sera. Hey Sera, wollen wir mal darüber reden, welcher dein Lieblingsanime ist? Also ich sag dir... Kanachi Bunanaka, das solltest du auf jeden Fall mal gesehen haben. Das musst du gesehen haben. Das ist mein Anime des Jahres 2016. Okay, cool, freut mich, dass wir es geklärt haben. Red zu Sera zurück, um den Auftrag abzuschließen. So, ja, Quest beenden. Du hast Seras Auftrag unbeschadet gemeistert. Jetzt wirst du sicher noch mehr Aufträge erhalten. Dann sorge dafür, dass du immer bereit bist. Alter, Bro, Tina, Bro, ich bin sowas von bereit. Was zum Teufel war das gerade? Was war das? Können wir mal darüber reden, oder? Nehmen wir es jetzt einfach als gegebene Tatsache an, dass da irgendwas passiert ist. Komm schnell zu mir. Verdammte Scheiße, Tina! Ich hab schon verstanden. Bist du ein kleiner Hundi mit einem kleinen Blümchen auf dem Kopf? Darf ich dich töten? Ich will dich so gerne töten. Ich mag deine Laufanimation. Das ist mehr ein Kriechen. Nee, doch nicht. Er läuft. Weißt du was? Ich mag dich, kleiner Hund. Und vor allem mag ich, dass dein Kopf so groß ist wie mein gesamter Körper. Und jetzt habe ich eine Belohnung für dich, kleiner Hund. Du darfst erstmal an meinem Hinterteil riechen. Okay, ich sehe schon, du bist jetzt zu fein dafür. Aber dann darfst du, während ich hier weglaufe, auf mein Hinterteil starren, mein lieber Hund. Ah, was für eine süße, süße Belohnung. Verzieh dich, Katze! Was für eine süße Belohnung. Hallo, Tina.
Sprich mit deinem Lehrmeister und kaufe eine Fähigkeit. Okay, Lehrmeister, warum sind die alle weiblich? Ich möchte eine Fähigkeit kaufen. Wir nehmen das hier. Kaboom! Ich bin stärker geworden. Yay! Kann ich denn schon wieder ein Level up? Nee. Oh! Da hat sich ein weiteres Oblivion geöffnet! Bienchen! Oh nein! Es sind 5 Bienchen! Großer Gott! Welcher Dämon hat diese Welt so sehr überfallen? Womit haben wir das verdient? Die Bienchen suchen uns heim! Oh Gott! Es ist grausam! Sterbt ihr Bienchen! Ihr Kreaturen der Hölle! Geht zurück zu eurem Schöpfer! Und lasst mein Volk in Ruhe! Verdammten Bienchen! Und yay! Und jetzt möchte ich mit deinem Honig den Boden bedecken! Und es wurde voll weggeschlürft! Sehen uns, Oblivion! Tina, was geht ab? Hallo, Taube! Benutze den Quest-Alarm! Es ist Quest-Alarm! 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 Level 6! Der Aufruf von Stadtmeister von Nomarus! Ich nehme sie alle an! Alle! Okay, nehmen wir die Level 6-Quest an! Es geht ab, Schnurrbartmann! Auf nach Rumen! Ja! Gib mir einen Abschiedskuss, Tina! Ich bin bereit dafür! Ich bin der einzig wahre One-Punch-Boy! Boy! One-Punch! Boy! Ich will auch solche Flügel. Oh, ich sehe schon, ich gehe zu Fuß. Das ist genauso cool. Ich gehe sehr weit zu Fuß. Da hängt ein Haifisch. Köstlich. Nachdem die Dimensionstore im Tabordorf geschlossen wurden, kehrte der Friede in das Dorf zurück. Es waren die Bienchen! Du verlässt Tabord und deine erste Reise führt dich nach Rumen. Kämpfe an der Seite deiner Freunde und meistere alle Hindernisse und Gefahren. Viel Glück! Dankeschön! Ich hoffe, ich werde nicht auf noch mehr Bienchen treffen! Denn diese kommen aus der Hölle! Na gut, liebe Leute, das war soweit Fiesta Online. Falls ihr sehen wollt, was euch nach dem Tutorial alles erwartet, dann könnt ihr auf den Link in der Beschreibung klicken. Oder auch nicht. Ich bin mir sicher, ihr bekommt das hin. Ja, und das war soweit Fiesta Online. Gute Nacht!